Der große Mail-Anbieter-Check heute hier bei Computertipps. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Computertipps. Ja, wir waren mal in Düsseldorf und haben mal rumgefragt, welchen Mail-Anbieter denn eigentlich die Leute so nutzen und was Kritikpunkte an den einzelnen Mail-Anbietern sind. Telekom. GMX. GMX. Web.de. Arcor. Ja, alle Werbemaßnahmen, die mag ich nicht. Ja, manchmal kommen die Mails zu spät und so. Also ich krieg alle halbe Stunde 10 Mails über Werbung. Und das regt mich schon ziemlich auf, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ja, wir haben mal 6 Freemail-Anbieter getestet und wer von ihnen der Gewinner ist, das erfahrt ihr jetzt. Mittlerweile gibt es im Netz zahlreiche Freemail-Anbieter. Wir testen 6 der beliebtesten. Aber welcher von ihnen ist der beste? Zum Start muss man sich erst einmal registrieren. Bei allen Anbietern geht das sehr schnell und ohne Probleme. Web.de, GMX und Arcor verlangen allerdings zu den normalen Informationen auch noch den Wohnort des Users. In Sachen Registrierung bekommen Hotmail, Google Mail und T-Online 5 Sterne. Arcor, GMX und Web.de bekommen wegen dem Wohnort nur 4 Sterne. Nach der Registrierung bekommt man das eigentliche Design zu Gesicht. Bei Google Mail wirkt alles sehr aufgeräumt und übersichtlich. Alle Funktionen sind auf den ersten Blick erreichbar. Genauso bei Hotmail. Hier steht der Maildienst ganz klar im Vordergrund. Bei T-Online wird nach der Anmeldung zuerst einmal ein Nachrichtendashboard angezeigt. Mit dem eigentlichen Maildienst hat das nichts zu tun. Wenn man dann E-Mail anklickt, gelangt man zu einem weiteren Dashboard. Ganz schön nervig. Ist man dann aber endlich bei seinem Posteingang, so macht das alles einen sehr aufgeräumten und übersichtlichen Eindruck. Alles ist bequem zu erreichen. Auch bei Arcor gelangt man nach der Anmeldung nicht direkt zum Maildienst. Erst wird einem lästige Werbung angezeigt. Nachdem man diese übersprungen hat, gelangt man zum persönlichen Dashboard. Auch hier ist überall Werbung zu sehen. Oben im Menü wird vor allem auf kostenpflichtige Extras aufmerksam gemacht. Bei Web.de und GMX kommt man zwar direkt zu seinem Dashboard, wo die Anzahl neuer Mails angezeigt wird, allerdings ist auch hier alles vollgestopft mit Werbung für andere Dienste. Wobei Web.de noch übersichtlicher wirkt als GMX. Trotzdem reicht es bei Web.de, GMX und Arcor in der Kategorie Übersichtlichkeit nur für 3 Sterne. T-Online bekommt 4 und Spitzenreiter sind Google Mail und Hotmail mit jeweils 5 Sternen. Wie sieht es eigentlich mit dem Schreiben und Empfang von Mails aus? Das Schreiben an sich läuft bei allen Mail-Anbietern wunderbar. Lediglich die Anhanggröße wird bei manch einem Anbieter zum Problem. Bei Web.de lassen sich nur Anhänge bis zu 4 MB versenden. Google Mail und Hotmail bieten 25 MB Anhanggröße und satte 35 MB Anhanggröße werden von T-Online, Arcor und GMX geboten. Werbefreie Mails zu versenden ist allerdings auch keine Selbstverständlichkeit. Wer bei T-Online eine E-Mail abschickt, der schickt auch gleichzeitig Werbung mit. Auch die Versand- und Empfangsgeschwindigkeit variiert von Anbieter zu Anbieter sehr stark. Bei Web.de und GMX beispielsweise wartet man teilweise echt lange auf eine Mail. Web.de bekommt 2 Sterne. Für Google Mail, Hotmail, T-Online und GMX reicht es nur für 3 Sterne und Arcor bekommt 4 Sterne. Während man bei Google Mail nur eine kleine Leiste mit Werbung sieht, hat man bei manch einem anderen Anbieter das Gefühl, von Werbung geradezu erdrückt zu werden. Hotmail schaltet noch recht dezent Werbung, T-Online und Arcor sind schon nicht mehr so sparsam, aber am meisten Werbung gibt es bei Web.de und GMX. Neben den großen Anzeigen kommen häufig auch noch lästige Werbemails an. Deshalb bekommen Web.de und GMX nur einen Stern in der Kategorie Werbung. T-Online bekommt wegen seinen nicht gerade sparsamen Werbemaßnahmen auf der Seite und den Mails 2 Sterne. Arcor bekommt 3 Sterne und Hotmail 4. Am wenigsten Werbung wird aber bei Googles E-Mail-Dienst geschaltet. Dafür gibt es 5 Sterne. Wer nicht dauernd seine alten Mails löschen will, der sollte auch ein Auge auf den Speicherplatz der Anbieter haben. Web.de zum Beispiel bietet nur 12 MB Speicherplatz. Arcor hält dagegen mit 50 MB Speicherplatz
GMX und T-Online bieten das Doppelte und Google Mail hat sogar 10 GB Speicher. Hotmail löscht die Mails nach etwa 3 Wochen automatisch. Wenn man zu viele Mails bekommt, kann es auch dazu kommen, dass man keine E-Mails mehr empfangen oder senden kann. Beim Speicherplatz kommt web.de auf 1 Stern, Hotmail auf 2 Sterne und Arcor auf 3 Sterne. Jeweils 4 Sterne gibt es für GMX und T-Online. Google Mail kriegt angesichts der 10 GB Speicher 5 Sterne. Als letztes kümmern wir uns um Zusatzdienste der Anbieter. Wer bei Google Mail ein Konto erstellt, der kann alle Google-Dienste mit dem Konto nutzen und die sind alle kostenlos. Wirklich praktisch. Bei den anderen Anbietern gibt es überall einen Kalender und ein Adressbuch. GMX, Arcor und web.de bieten auch einen Chat an und alle Anbieter außer Arcor stellen zusätzlich noch einen Cloud-Speicher zur Verfügung. Arcor bekommt für seine wenigen Zusatzfunktionen 3 Sterne, T-Online, Hotmail, web.de und GMX 4, Google Mail dagegen bekommt für sein großes Angebot 5 Sterne. Insgesamt konnte Google Mail mit seinem Angebot überzeugen. Verlierer des Mail-Anbieter-Checks ist web.de mit 2,5 Sternen. Und das war's auch schon wieder von Computertipps. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann abonniert, kommentiert und favorisiert. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.